Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ja, ich habe in der Zwischenzeit etwas an unserem Schiff rumgebastelt. Wie ihr seht, haben wir jetzt die Death Vessel Segel dran. Und ja, etwas aufgemotzt allgemein. Sie ist etwas verstärkt und hat bessere Waffen. Und wir segeln gerade direkt auf die nächste Hauptmission zu. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Aye! Never was the King's Council so unified. Das stimmt. So einstimmig bekommst du selten bis nie was hin. Okay, na dann. So, ja, was wir in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall noch machen werden, darauf möchte ich euch gleich mal einstimmen, ist so eine Festung hier einzunehmen, damit wir hier die Karte noch freigeschaltet bekommen und Events angezeigt bekommen, habe ich gelesen. Das hilft auf jeden Fall sehr, vor allem ich bin mal aus Versehen in die Nähe gekommen und wurde direkt mal angegriffen. Ich bin dann erstmal weg und werde dann demnächst mit euch gemeinsam es quasi erobern. So, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier hochkommen. Hopp. Los, hoch mit dir. Jawohl. Sehr schön. So, wo geht's denn da weiter? Ah, da geht's. Hopp, hopp. Sehr schön. Mal die Kiste. Ist die über uns? Ich hoffe, die ist über uns. Ich möchte sie nämlich haben. Verständlicherweise. Wie ich jede Kiste haben möchte. So, dann geht's hier. Ah, okay. Das Ding ist schon mal hier auf unserer Höhe jetzt. Das werden wir hier finden. Perfekt. Meins. Hopp. Geht's da weiter? Ja, aber ich glaube, da hinten kommen wir zu der scheiß Kiste. Oh, 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 der war knapp. Der war noch knapper. Komm. Zähl dich hoch. Jammer hier nicht rum. Rumheulen ist nicht. Oder war die Kiste doch irgendwo unter uns? Da geht's hoch. Im besten Fall ist die Kiste hier. Jawohl. Loot. Upgrades available. That's awesome. Oh, gut. Kurz Schiss gehabt, dass er sich nicht festhält. Aber gut, mit Bravour gemeistert. So. Die Kletterpassagen gefallen mir jedes Mal wieder. Aber ich will kämpfen und meucheln. Und vor allem die Seeschlachten haben es mir angetan. Ich glaube, ich habe, ohne aufzunehmen, bestimmt, keine Ahnung, 2-3 Stunden lang nur Schiffe versenkt. Abends immer mal so ein bisschen. Das macht wirklich Bock. Ups. Der war knapp. Den habe ich zu spät gesehen. Loot Ammo. Kann man immer brauchen. So, auf zum nächsten Gebüsch. Oh. Kann man sich da unten irgendwo verstecken? Sieht nicht so aus. Müssen wir versuchen, dass wir uns so anschleichen. Komm, geh halt weiter. Jetzt halt. Ist mal der Erste, wollte ich gerade fast sagen, aber da hatte der andere sich gerade zu schnell umgedreht. Komm, geh wieder
Ah, goddammit. Jetzt kommt der wieder her. Ah, perfekt. Da geht er down. Und der zweite. Jawohl. So funktioniert das. Okay, den hätten wir auch von hier oben irgendwie erwischen können. Aber wir haben es geschafft. Wir wurden nicht entdeckt. Es gibt nichts zu meckern, hätte ich gesagt. Die Kiste hätte ich gern. Die ist auf der anderen Seite. Kommen wir schon hoffentlich noch hin. So. Oh, shit. Ich hoffe, dass er uns da oben nicht sieht. Ja, habe ich wirklich gehofft. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie bekannt ist. Jetzt kommt der her. Ja, genau. Schön weiter. Ah, das hat er nicht gehört, goddammit. Und da geht er down. Halt, jetzt holen wir uns die Kiste da hinten noch. Selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Wo ist der Typ? Da geht er. Und da geht er down. Der Wortwitz war so gar nicht angedacht, aber wenn's passt, passt's. So, reach the jungle's exit. Die Quest sehe ich gerade jetzt erst irgendwie so wirklich. Ich folge einfach immer nur die ganze Zeit dem grünen Punkt da hinten. Aber ja, bis jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Da hinten. Oh, steht der nächste. Steht unser nächstes Opfer, muss ich eigentlich schon sagen. Bis jetzt hatte noch keiner eine Chance und uns hat auch noch niemand entdeckt. Das freut mich gerade tatsächlich am meisten, wenn ich ehrlich bin. Und du bist dran. Und jetzt müssen wir kurz da hoch natürlich. Uns das Ding da... Komm. Uns das Ding da holen. Kommst du da nicht irgendwie ran? Sag mal, was bist du nur für einer? Ich meine ernsthaft. Ja, du stellst dich aber auch schon ganz schön an. Da hinten. Kommen wir hier dran rauf? Auch nicht. Sag mal. What? I don't get it. Kommst du da rauf? Ah. Hilft auch nicht wirklich weiter. Sag mal, wie kommt man denn da hoch? You fucking kidding me? Da keinen Weg? Da muss es einen Weg geben. Hä? I really don't get it. Vielleicht hier drüber. Schaffst du den Sprung? Ah, okay. Sehr schön. Gut, gut. Hopp, hopp. Na, das sieht doch schon sehr viel angenehmer aus. Und jetzt haben wir es dann auch gleich geschafft. Nur noch 50 Meter. Und ich glaube nicht, dass hier noch Gegner kommen. Ich sehe auf jeden Fall gerade keine mehr. Da geht es nicht lang. Da muss es lang gehen. Du musst da nur durch, mein Kleiner. Komm. Jetzt. Oh, durchrutschen wollte er doch nicht. Hat er sich nicht getraut, aber das ist ja mal ein geiler Anblick. Und eine Kiste. So gefällt mir das. That's fucking awesome. So. Aber wir sind nicht hier, um uns die Landschaft anzugucken, sondern wir müssen... Ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen, ehrlich gesagt. Ah, dieses scheiß Schiff, na eben. Hatte ich tatsächlich fast vergessen. So. Nochmals wird es über 200 Meter, die wir weiter müssen. Ich sehe aber hier gerade immer noch keine Gegner.
Okay, jetzt müssen wir darauf. Hopp. Ah, da hinten habe ich gerade was Rotes gesehen. Ja, hopp. Also irgendwo da hinten rennen Gegner rum auf jeden Fall. Ich habe sie schon gesehen. Ups. Boah, da rennen ganz schön viele Gegner rum. Aber vielleicht können wir uns komplett an ihnen vorbeischleichen. Okay, einen von den beiden nehme ich mal lieber nicht, weil sonst kriegt das der andere mit. Und ich habe keine große Lust, hier jetzt den riesen Otto loszumachen. That was nothing. Oh shit. Lauf! Oh, du solltest laufen. Oh, Granada klingt nicht gut. Granada klingt gar nicht gut. Oh, oh. Hast du mich gefälligst in Ruhe? Oh. Oh, shit. Oh, come on. Ich kann's... Oh, oh. Ich kann's doch nicht mit dem ganzen verdammten Dorf hier aufnehmen. Genau, schmeiß eine Granate dahin. Bin ich voll ein riesen Fan von, ehrlich gesagt. Boah. Na. Ich sehe nix. Ihr Kleinen? Nicht den. Gerade der tut am wenigsten. Mhm. Ich find's super, wenn der da immer... Oh, die scheiß Granaten hinschmeißt. Schieß! Schieß halt! Sag mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Holy shit. Ich glaube, ich laufe doch lieber weiter einfach. Ist gerade die einfachere Lösung. Definitiv. Finden die mich? Die finden mich doch nie. Oh, hey. Locate Julian de Cass, habe ich da gerade noch gelesen. Der Spacko wird ja wohl irgendwo zu finden sein. Oh, oh. Die kommen mir gefährlich nah gerade. Das gefällt mir nicht. Aber ich glaube, sie verlieren rechtzeitig die Spur. Jawohl. Puh. Zum Glück, hey. Ist ja schlimm. Okay, der Typ ist auf jeden Fall auf dem Schiff. Aber ich will hier gerade den Aussichtspunkt synchronisieren. Oh. Area not available during. Okay. Okay, I fucking got it. Ich wollte doch nur auch was sehen. Und da geht er down. Ups, wie ist das denn passiert? Ja, ups. Und der nächste. Zack. Oh, wenn wir schon da sind, nehmen wir den Loot natürlich auch noch mit. Sehr schön. Und dann heißt es, ab aufs Schiff. Dum, didum, didum. Stealth Swim.
Stealth Swim, wollte ich sagen. Oh Gott, so lange kann er die Luft aber nicht anhalten. Geht's auch ein bisschen schneller unter Wasser? Oh, du bist ein Weichei. Also wirklich. Sowas. Da ist er. Kill Julian Ducasse. Shouldn't be a problem at all. Yeah, see that the cargo is secure. Warum habe ich jetzt mit dem italienischen Akzent gesprochen? Ich weiß es nicht. So, komm. Oh oh. Hoffentlich rennt es am Steg keiner lang, der uns hier lang laufen sieht. Das wäre irgendwie doof. Wo rennt der Spacko denn rum? Oh oh. Komm wieder her. Los. Er rennt doch mit Sicherheit in einer Tour im Kreis. Dafür lege ich ja meine Hand ins Feuer. Ah, scheiße. Jetzt wollte ich mich kurz um den kümmern, aber er war leider nicht nah genug hier. Und speed along, Muchachos. So, jetzt müsste aber langsam mal hier sein. Oh. This is the last time we will see land for a month. For a month? Okay, es ist gar nicht so wenig. Da geht er down. Well, it answers just fine. Fist de pute! As bold as a musket ball. And still half as sharp. I'm sorry about this, mate. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Bukenyi. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on Earth abolished, a free and open world, without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. The cove is ours! Ah ja. Gut, ich habe schon gedacht, wir müssen wieder fliehen. Memory Nummer 7 complete, a single madman. Er assassinate Ducasse. Hm. God damn it. Und das mit unentdeckt bleiben hat ja auch mal wieder super funktioniert. Wie üblich. Hey, a pirate's life for me. Hey. I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something. A little welcome gift. We give awards to our top-notch employees for doing quality work. And they're nice to have since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh. Bonjour. Of course. I'll pass it on. Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Follow me. It's on the top floor, so it's not hard to find. But the rest of this building can be confusing to first-timers. So, we had the tools team whip up a great map application. Check your communicator. I added a waypoint to Olivier's office. Should be easy to find. Okay. Olivier's a nice guy. He won't bite. Are you sure? I don't trust you. Okay, dann müssen wir... CCO, Floor 15. Ganz oben. Hello? Hi? Testing, testing. Is this thing working? This is John from IT. We met earlier. I was calibrating your animus.
I'm sort of the Scotty of this Abstergo Enterprise, in charge of all the techie stuff. Do you have a minute? Oh, damn it. The tracker says you're on your way to Olivier's office. Ah, all right. I'll ping you when you're done. I have a favor to ask. A favor? Why does everyone want to go right in? He's waiting for you. Okay. Sag mal, hat die einen Darmbart? Sieht irgendwie so aus. Egal. Hey, what's up? Where are you? Da ist er. Well, unless you are specifically ordering me to abandon it, I won't jeopardize our flagship project. Edward Kenway is the... But this is how Hollywood got its start, right? With pirate movies. Douglas Fairbanks, Errol Flynn, and now we have access to the real deal. Wait. Exactly. We'll talk about all that together at the shareholders event. Right. Looking forward to seeing you too. Take care, Letizia. Salut! Hi! Thanks for coming in. I know you're busy. So, I reviewed some of your data. Pretty raw stuff. Obviously, we need to scrub off some of the dirt to make it family-friendly. Maybe give Edward a voice like James Bond or something. More of a ladies' man. A beautiful city, no? So ein Büro hätte ich auch gern. The main reason I asked you here concerns is something called the Observatory. It's been mentioned a few times in the footage you found. I'd like to encourage you to focus on locating this specific set of memories as soon as possible. If it were up to me, on s'en crisse. I wouldn't bother. But some bigwigs at Abstergo Industries have been hounding me for days. So, follow whatever leads you find and hopefully we can... Oh, incoming call. I have to take this. We'll keep in touch. Bonne journée. Alan, bonjour. Reacher Workstation. Okay. Das war jetzt das ganze Gespräch mit dem CEO. Schau gefälligst, dass du... Ha! Sticky Note. Schau gefälligst, dass du diese Information so schnell wie möglich findest. Na gut. Na gut. Gibt's hier noch irgendwo so Sticky Note-Ding? Hi, John from IT again. You got a second? Good. I'm adding a waypoint to your map. So, a colleague of yours left for vacation this morning and forgot to send a video file she promised me. Since I hate just about everyone else on your floor, I was hoping you could help me. Could you transfer the file from her computer and deliver it to the courier when she comes? It'll be easy. You just wander over to their Animus, log in, and transfer the file. Easy. And please be snappy before I find a reason to hate you too. Restricted Area. Goddammit, irgendwie kommen wir da jetzt nicht rein. Unerwarteterweise. Wir sind doch so ein wichtiges Mitglied von Abstergo. Gut, dann gehen wir mal den ganzen Weg zurück zum Fahrstuhl und zurück zu unserem Platz, wo wir machen, worum der IT-Typ uns gerade gebeten hat. Na dann. Sehr schön, da sind wir wieder. Das mit dem Wegpunkt ist ziemlich cool. Reach your colleague's workstation. Okay. A locked door. Not a problem. That's the advantage of me having level 1 security clearance. Now you do too. Don't abuse it. Ah ja. Hast du nicht auch Level 2 Security Access? So, ah ja. Alles klar, aber ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.